Moment. Höre da okay, etwas. Ich warte kurz. Ich über dir! Okay. Dann herzlich willkommen zu Stella Blade. Nein! Was? Ist das ein Reifenbär? Ein Gigas? Nee, Gigas. Gigas? Das ist aber nicht der von Nate. Ich bin kurz ein bisschen abgelenkt. Ja, sehr fleischigen Hintern. Hat echt was von einem Gorilla, hä? Huh? Oh. Oh Gott. Nachdem Gegner rot aufleuchten. Okay. So. Mhm. So, machen wir das nochmal. Hm? So, wir haben den letzten Trank genommen. Wir schaffen es nicht, seine Schilder runterzukloppen. Zumindest nicht wirklich. Aber dafür bei ihm Schaden machen. Okay, jetzt haben wir dich. Ich lehne mich schon mal kurz aus dem Fenster. Fuck! Okay. Nein! Fuck! Oh, nein! Oh, das war so knapp. Was für ein Auftakt. So, jetzt lasst uns doch einfach in die andere Richtung laufen. Hm? Wer sagt, dass wir hierhin müssen? Die Erde ist groß. Vielleicht kommt er ja diesmal gar nicht. Vielleicht denkt das Spiel ja, wir haben ihn tatsächlich besiegt. Mist. Okay. So. Mehr Hintern in die Kamera ging leider nicht. Sorry. So. Ich liebe es, wenn es blau blinkt. Jetzt. Scheiße. Ach Mann. So. Und was macht ihr so heute? Okay. So. Jetzt noch mal einen schönen. Entschuldigt, wenn ich jetzt ein bisschen wenig rede, aber... Okay. So, Gigas. Gigas hat kein Schild mehr. Jetzt hat Gigas wieder Schild. Wie kann das sein? Ey, so macht das keinen Spaß. Du machst doch keinen Spaß. Wieso hast du plötzlich deine Schilder wieder? Okay, vielleicht muss er dich ins Taumeln bringen. Kontern, meine Spezialität. Nicht. Okay, scheiße. Okay.
Okay, das hat gesessen. Das auch. Okay. So, jetzt stehen wir fast nackt da. Könnten noch unseren Anzug ausziehen. Vielleicht bringt ihn das ins Taumeln. Aber andererseits, wenn ihm das jetzt schon kalt lässt... Scheiße! Nein! Zwei Lebenspunkte! Mann! Wieso funktioniert das immer so ganz knapp nicht? Okay. Okay. Ja! Nein, nein! Ja! Nein, nein! Du oder ich? Ha! Oh Gott, ist das ekelhaft. Wir haben da irgendwas rausgeholt. Was haben wir da rausgeholt? Das war ein Alpha-Nativa? Das war ein Alpha? Das? Der ist doch völlig hirnlos. Er wie so ein Silberrücken, er. Und was haben wir hier? Beeindruckend. Ich glaub das nicht. Das ist der Alpha Nativa. Das? Du kannst das an seinem Kern erkennen. Okay. Ein Alpha-Kern. Woher weiß ich das? Wenn sie nur... Eve. Wo habe ich den jetzt hingetan? Es gibt etwas, das du wissen musst. Okay. Die Wahrheit ist... Hallo? Hier drin! Oh. Kann mich irgendjemand retten? Höre ich da einen Menschen? In der Kapsel! Wenn das jemand hört, bitte hilf mir! Ah! Was zum... Hi. Eine Überlebende vom Landetrupp. Hast du etwa das Notsignal gesendet? Ja. Oh, zweifarbige Augen. Das war ich. Cool. Du bist doch Mitglied des 7. Landetrupps, richtig? Ja. Und du? Ach ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Ich bin Mitglied des 5. Landetrupps, eine Ingenieurin. Lily Artemis die 2. Aber Artemis. Nennt mich einfach Lily. Artemis. Hi, Lily. Artemis. Also haben die mit jedem Landetrupp einen... Also beginnen wir nochmal von vorn. Du willst mir sagen, dass du fast 2 Jahre in diesem Versteck auf einen Landetrupp gewartet hast? Und dann kamen wir. Ja, euch habe ich mein Leben zu verdanken. Hä? Ich habe eine Ewigkeit auf einen Landetrupp gewartet. Es war wirklich einsam hier. Was ist mit dem 6. passiert? Ich kann sprechen, dass wir dich dort überhaupt gefunden haben. Eve, du bist doch Teil der Streitkräfte, nicht wahr? Ja. Ich könnte deine neue Ingenieurin sein. Aber dazu bräuchte ich zuerst das passende Werkzeug. Passendes Werkzeug? Also, ich wollte vorhin schon etwas erwähnen. Was denn? Wie sage ich's? Es gibt eine Stadt, in der andere Überlebende, also außer mir, leben. Was? Wirklich? Es gibt eine Stadt? Sie heißt Zion, der Menschheit letzte Zuflucht. Oh. Dort könnte es Menschen geben, die uns helfen können. Ich habe dort auch einen Unterschlupf voller nützlicher Werkzeuge. Was stehen wir da noch so blöd rum, Leute? Aber vorher will ich euch um etwas bitten. Zurzeit hält Zion unter der Leitung von Orkel stand, unser spiritueller Anführer. Mm. Es ist kompliziert. Okay. Eve, ich weiß, dass der Verlust deiner Kameraden deinen Auftrag nicht gerade leichter macht. Aber bitte, hilf mir, Zion zu retten. Wenn du das tust, verspreche ich dir, dass Orkel und ich alles tun werden, um dir zu helfen. Wir müssen unsere Kräfte vereinen und einander helfen, wie wir es schon getan haben. Was denkst du? Man kann nicht kooperieren? Ja. Was passiert dann? Nur durch Teamwork war es mir möglich, den Alpha-Kern zu bekommen. Vielleicht kommen wir in der Stadt an noch mehr Informationen heran, Eve.
Was denkst du? Hat da irgendjemand mal auf Nicht-Kooperieren geklickt? Und was passiert dann? Aber trotzdem. Lass es mich bitte wissen. Ich möchte das erst entscheiden, nachdem ich mehr über diese Person erfahren habe. Diesen Orke. Darin sehe ich kein Problem. Okay. Also für mich geht das klar. Eben noch allein und jetzt schon dann zu dritt. Ist wohl beschlossen. Also gut. Auf geht's nach Sion. Ja. Ich vermute mal, so eine Ingenieurin ist sicher ein guter Partner. Noch mehr Ruinen? Oder ist das keine Ruine? Wow! Seht sie euch an! Sie ist riesig! Es ist seltsam, eine Stadt an so einem Ort zu sehen. Hey, das ist doch alles eine Riesenstadt. Hier haben mal mehr als 100.000 Menschen gelebt. Offensichtlich heute weniger. Wie definieren die eigentlich Mensch? Ich bin so verwirrt. Gibt es überhaupt noch echte Menschen, so wie man heute Mensch definiert? Das Triebwerk schwächelt ein wenig, könnte gleich holprig werden. Gut festhalten. Bitte Nahaufnahme auf diverse Körperteile. Okay. Wir sind gelandet. Wow, eine ganze Stadt unter dem Ödland. Unter dem Ödland? Das ist der Wahnsinn. Sind wir jetzt unter der Erde? Auch in den dunkelsten Zeiten ist Verlass auf den menschlichen Überlebensinstinkt. Also, wo geht's hin? Brauchst du nie eine Pause? Typisch ich. Oh, ich brauche schon Pausen. Aber das geht ganz schnell. Orke ist im Audienzzimmer. Mir nach. Oha. Die Stadt wohl tief und hoch gebaut. Ah, das sind die Vorbesteller- und Deluxe-Pakete. Wollen wir da mal rangehen? Bin ja mal gespannt. Und? Dann gucken wir uns mal an, was wir hier so alles gekauft haben. Also, das ist das Aktuelle, was sie gerade anhat. Dann schauen wir erstmal hier rein. Besondere Belohnung, planetare Diving Suit. Sechstens. Ist das von der sechsten, vom sechsten Landetrupp vielleicht? Also mit Ohrpanzerung? Nee, klassische eine Brille. Okay. Und hier? Sternenhimmelsuit. Nett. Nochmal Ohrringe. Und auch noch eine Brille. Und dann ein Paket. Cool. Kann man das jetzt sofort anziehen? Das ist eine Jacke. Wir schauen mal nach, was hier so Schönes gibt. Oh, und Lilis Kleidung. Okay, Adams Kleidung. Ah, die gehören jetzt alle noch dazu. Okay. Das haben wir einmal das Modell. Das Grüne, das. Gehen wir mal kurz so durch. Ha, Kinder geboren in sternklarer Nacht, gebt auf eure Mission gut Acht, schlag zurück. Jene, die den Sternhimmel blicken, werden als erste ihr Schicksal erkennen. Okay. Damit auf dem Weg die Zukunft nicht entgleist. Okay. Kinder geboren, ach, das ist nochmal alles gleich. Okay. Einfach verschiedene Farben.
gibt es klassische Brille, Halbrahmenbrille oder halt ohne. Okay. Gesichtsverzierung. Aha. Ohrringe. Ohrpanzerung. Schmuckstück, das man den Ohren trägt. Nett. Und hier gibt es wieder unseren Lieblingseintopf. Und ich glaube, wir sollten uns kurz ausruhen. Wir haben ganz schön den Arsch voll bekommen. Na, was ist jetzt kaputt? Egal. Dann gucken wir mal. Hallo? Niemand dran? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wird hier in der Stadt. Ich bin mega neugierig, ob es dann hier Geschäfte gibt, ob hier wirklich, wirklich andere Menschen sind. Ich meine, das sieht ja, die ziehen das ja schon so auf. Bin mal gespannt, ob man sich hier jetzt frei bewegen darf. Sind die Mauern um die Stadt dazu da, sie vor Neytiba-Angriffen zu schützen? Welche Mauern? Sie scheinen aber nicht besonders gut verstärkt zu sein. Ja, ich frage mich gerade, gibt es nicht auch Viecher mit Flügeln? Die müssten doch locker hier reinkommen und schnetzen sich mal eben durch. Aber vielleicht gibt es ein Verteidigungssystem. Sieht sehr asiatisch aus. Hat er was so von Chinatown? Also das ist hier eindeutig eher asiatischer. Wirkt so ein bisschen wie so ein Slum auch. So ein Ghetto. Wow, wo bin ich hier? Also, wie die Kolonie reagieren würde, wenn sie hiervon wüsste. Also mit wow hätte ich jetzt nicht unbedingt reagiert, aber... Wahrscheinlich gibt es ein Protokoll, um alle wow. zu Wow. Eine Mammutaufgabe. Okay, aber irgendwelche... Aber ich kann erst Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn ich die Mission beende. Was ist denn deine Mission? Ich hoffe, das ist bald. Also sie ist auch ein Cyborg oder sowas. Weil vom Mensch würde ich... Ich weiß nicht, ob ich da Mensch dazu sagen würde, was jetzt die Eve zum Beispiel ist. Adam, wieso ist es hier wie ausgestorben? Verstecken sich alle etwa wegen uns? Es gibt ein Problem hier. Okay. Was soll das heißen? Ein, zwei haben wir ja schon mal gesehen. Erfahrt ihr gleich im Audienzzimmer. Hm. Okay, hier sitzen noch ein paar Gestalten rum. Okay. Also das sieht fast so ähnlich aus wie vorhin. Wir haben jetzt jede Menge Plakatekram, wie ich sehe. Achtung Bürger, die Sentinels suchen nach neuen potenziellen Bewohnern für die Wiege. Finden Sie Frieden, sicheren Wegen. Wir hoffen auf Ihre Teilnahme. Wir, die Sentinels, versprechen, den Frieden in Zion mit unserem Leben zu wahren. Okay. Das bösartige Gerichtssteuern des Sentinels würden die Bürger in die Wiege zwingen, wird potenziellen Wiegenbewohnern ein Treffen mit dem Propheten wie ein Einblick in den Einzugsprozess ermöglichen. Hä? Was ist denn hier? Was geht hier ab? Okay. Ich, hier. Okay. Also ich vermute mal, dass hier eine Menge zu entdecken, vielleicht auch eine Menge zu lesen gibt. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Okay, wir haben ein Lager entdeckt. Los, wir sind fast da. Ja, ja, Moment. So viel Zeit muss sein. Erstmal ein bisschen gucken. Okay. Hey, Rael. Ist lange her. Du hast Gäste mitgebracht. Mhm. Sehr wichtige Gäste. Machst du auch? Nein. Los. Orkel wartet auf dich. Man sieht sich, Rael. Okay. Das scheint ein Roboter zu sein. Es ist jetzt schon ein bisschen beeindruckend. Das sieht so aus wie so eine alte Militärbasis. Oder ist es vielleicht sogar ein Raumschiff? Wow, was für ein Ort.
Hier bewahrt ihr die Erinnerung. Audienzzimmer. Hat ein bisschen was von so einem NASA-Style. Das stimmt. Im Audienzzimmer werden Erinnerungen aufbewahrt. Und zwar die Erinnerungen, die es nicht zu Mother's 4 geschafft haben. Wo ist denn Mother's 4? Sind wir Mother's 4? Es ist soweit. Okay. Oh. Wie ich sehe, haben wir Gäste. Willkommen. CC 101. Ich würde euch gerne einander vorstellen. Das ist Zions Prophet, Orkel. Ich bin Landetruppmitglied Eve. Mein Name ist Lily. Freut mich sehr. Adam hat mir schon einiges über dich erzählt. Du hast einen Alpha-Nativa besiegt. Wenn er etwas fallen ließ, so zeig es mir bitte. Okay. Kein Problem. Hier. Oh, das ist ein Alpha-Kern. Gib mir einen Moment. Du verfolgst das Ziel, die Welt vom Nativa-Ältesten zu befreien, dem Anführer aller anderen Nativas. Nun, denn ich vermute, du versuchst, den Alpha-Kern als Schlüssel zu nutzen und den Weg zum Nest zu öffnen. Ist das richtig? Woher weißt du das? Unglücklicherweise kann das Nest nicht mit einem Alpha-Kern allein geöffnet. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Was? So ein Mist? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, das Nest zu erreichen? Nur wenn ihr 4 Alpha-Kerne verschmilzen lasst und somit einen Omega-Kern erschafft. Einzig mit dem Omega-Kern wird es dir möglich sein, auch die tiefsten Ecken des Nests zu erreichen. Okay. Woher weißt du das alles? Dank meines persönlichen Datenlinks, der bis an die Oberfläche reicht, kann ich überall und nach allem auf der Erde suchen. Alles, was ich dafür brauche, ist die richtige Menge an Energie. Warte mal, bedeutet das, du kannst auch den Alpha Nativa ausfindig machen? Genug der Vorstellungsrunde. Gruselig. Bitte setz die Hyperzelle an. Gruselig. Ah, vielleicht deswegen die Hyperzelle? Hier. Aus dem Hyperantrieb? Kommt mir fast so vor, als wären das hier alles Raumschiffe gewesen und dass wir auf diesem Planeten hier erst gelandet sind. Hm? Ob das so ist wie in Returnal? Wo ja auch gar nicht so klar ist, wer hier wen eigentlich angreift. Vielleicht schlägt einfach nur die Natur zurück. Okay. Das hat auch ein bisschen was von Lily, kommt. X-Men. Oh, es ist so dunkel hier. Ich mag die Dunkelheit nicht. Das ist der Hyperantrieb. Die Quelle Zions ganzer Energie. Eve, deine mitgebrachte Hyperzelle wird ganz Zion erleuchten. Los, die Hyperzelle gehört da rein. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Der scheint schon Bescheid zu wissen. Ist das so eine Art Friedhof? Nein. Die Menschen befinden sich wegen mangelnder Energie in einem tiefen Schlaf. Oh. So weiterzumachen, kann nur Finsternis bringen.
Die Menschen sind hier im Schlaf? Bitte hilf uns. Das sind so Stasis, Kryostasis-Kapseln? Wenn sie gefunden hat, sind sie sicher. Zumindest vorerst. Ich bin froh, dass ich für die Menschen hier etwas tun konnte. Brauchen wir noch mehr Hyperzellen, um jeden einzelnen Einwohner aufzuwecken? Ja, wir benötigen 3 weitere Hyperzellen, wenn wir Sion zurück zu alter Stärke führen wollen. Gehen wir zurück zu Orkel. Er erzählt euch alles Weitere. Wie eigenartig. Willkommen zurück, Fremde. Danke für eure harte Arbeit. Nur dank euch wurden die Leben mehrerer 10.000 Menschen verlängert. Und mein persönlicher Datenlink stabilisiert sich. Das sind tolle Neuigkeiten. Heißt das, wir können die Position des Alpha Nativas endlich bestimmen? Die ganze Energie des Ältesten wird immer noch zur Erhaltung der Wiege genutzt. Wer bist denn du? Das hier ist Man, ein Sentinel-Kommandant. Und er die Wiege. Leibwache. Meine Fähigkeiten sind noch limitiert, sollte man sagen. Deswegen ist es mir nicht... Man versucht, die Menschen zu überreden, sich einschläfern zu lassen. Mit weiterer Hyperzellen werde ich zweifelsohne den Alpha Nativa ausfindig machen können. Den nächsten. Aus diesem Grund bitte ich euch erneut um eure Hilfe. Altes Le Roir, ein Ort draußen im Ödland, eine Ruine der Vergangenheit. Können wir darauf hoffen, dass ihr von dort eine weitere Hyperzelle mitbringt? Eve, das wäre uns eine große Hilfe. Ja, wir haben wohl keine Wahl. Adam, Lily, ich verlasse mich auf euch. Das wird nicht leicht. Ach, das ist dieser Mann, euch gut vor. Von dem wir diese Zettel da gelesen haben. Das ist der Sentinel-Kommandant. Ha! Krass. Übernimm die Kontrolle über den Hyperantrieb. Okay, haben wir gemacht. Und das ist die letzte Stadt. Engel, Orkel hat uns den Befehl gegeben, mit dir zusammenzuarbeiten. Also behalte ich dich im Auge. Okay. Gruselig. Die Sion, Prophet Orkel belohnt Sentinel-Krieger. Wir müssen den gefallenen Sentinels, die ihr Leben für Sion gaben, unseren Respekt erweisen. Heute fand im Audienzzimmer eine Verleihungszeremonie unter Aufsicht von Mann. 3 Mitglieder der großen Wüste starben, wurden mit Goldstern ausgezeichnet. Der Hauptmann, der Sentinels Mann, erhielt den Silberstern und die übrigen 13 Bronze. Bei seiner Gedenkrede sagte Hauptmann, wir haben viele Kameraden in unserem Kampf gegen die Nativa verloren. Sie waren wahre Kämpfer. Er zollte seinen gefallenen Soldaten Anerkennung, als er hinzufügte, die verbleibenden Sentinels werden ihre Aufgaben übernehmen und dafür sorgen, dass die Opfer nicht umsonst waren. In der Zwischenzeit stürmten bewaffnete Angreifer die Zeremonie und stifteten Chaos. Sie beschimpften und schrien, dass die Bürger mundtot gemacht und brutal massakriert werden würden. Sie trübten den... Sag mal, das ist ja voll krass. Also, gab es da verschiedene bewaffnete Angreifer? Wer ist denn hier bewaffneter Angreifer? Finde ich voll, also, ruhmreiche Zeremonie. Gegen diese koloniefeindlichen Verbrecher mussten Maßnahmen ergriffen werden. Koloniefeindliche Verbrecher. Kolonie. Ich dachte immer, die reden von Kolonie, dass die sind, also wir, ne? Die wir im Weltall sind. In der Umlaufbahn, auf einer Raumstation, wie auch immer. Oder sind wir Mother Sphere und Mother Sphere erschafft halt irgendwelche quasi Menschen. Ja, es kann schon ziemlich heftig werden im Audienzzimmer. Ja, dieser unheimliche Typ hat nicht aufgehört, mich anzustarren. Er sieht nicht so aus, aber er ist freundlicher, als du denkst. Ich muss mich noch um die Reparatur des Tetrapods kümmern, bevor wir losziehen. Eve, tust du mir einen Gefallen?
Ich habe eine Antriebssteuerkonsole bestellt in einem Laden namens Sisters Jug. Würdest du sie abholen und mich dann beim Unterschlupf treffen? Du könntest dich dabei etwas in der Stadt umsehen. Okay. Okay. Ich werde mir Adams Werkstatt ausborgen. Ich will unbedingt ein bisschen an der Drohne basteln. Alles klar. Dann legen wir los und treffen uns später alle beim Tetraport. Ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher. Anliegen der Bürger. Es gibt Menschen in dieser Welt, die Eves Hilfe benötigen. Höre die ihre Geschichten an und erfülle ihre Aufträge, um entlohnt zu werden. Ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich denen traue. Du kannst hochwischen und Missionsleiste zu öffnen. Hier kannst du Missionen einsehen, die du angenommen hast und ihre Beschreibung lesen. Weiß ich nicht. Irgendwie traue ich dem Braten hier nicht. Ha, ich weiß nicht, ob wir so denken. Ist es unsere Aufgabe gewesen, die Menschen hier auf dem Planeten, was wir hier so vorfinden, bedingungslos zu beschützen? Suchst du Sisters Junk? Ja, tue ich. Also, dann sehen wir mal, was hier so weiter abgeht. Ich freue mich auf die Stadt und auf die Aufgaben. Also, bis dahin. Macht's gut. Und jetzt noch ein Little Secret. Kleines Geheimnis für euch. Ich höre mal ganz gerne K-Pop. Was hört ihr gerne?